Ich habe mich auf mein Moped geschwungen und bin nach Banampö runtergefahren. Das ist praktisch ein Vorort von Pattaya. Muss mich mal abregen. In letzter Zeit nur Ärger. Seitdem ich das Mikrofon unter dem Helm befestigt habe, hatte ich scheinbar einen Kabelbruch. Mit meinem Internet klappt auch nichts. Um ein Video abzuladen, muss ich mich jeden Morgen um 6 in eine Bar setzen und warte da 2 Stunden, bis das Video hochgeladen ist. Reklamationen beim Internetanbieter brachten bisher nichts. Naja. Und ja, ich ärgere mich darüber schwarz. Hier in Banampö auch ein kleiner Fischerhafen. Sehr schön. Da kommt natürlich wieder Freude auf. Der kleine Hafen gefällt mir eigentlich besser als der in Jomtien. Ist doch etwas größer. Und die scheinen schon alle vom Fang zurück zu sein. Er holt da kleine Fischchen aus dem Netz, die wohl nicht mehr zu verwerten sind, nur zu klein, um zu verkaufen. Hier ebenfalls sind Muscheln haben. Wir haben viele Muscheln aus dem Meer geholt. Die haben wieder Spaß, dass ich mit meiner Kamera hier rumlaufe. Sehr windig hier. Ich hoffe, das Mikro arbeitet und der Wind kommt nicht zu sehr rüber. Ah, da geht immer schon wieder viel besser. Da rollen alle auf den Film drauf. Kopf und Grab, Kopf und Grab. Hier komme ich gerne her. Das ist ein kleiner Strandabschnitt in Banampö, in der Nähe eines Tempels gelegen. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Keine Menschenseele am Strand. Ab und zu angeln die Einheimischen hier und ich kann ein Schwätzchen mit ihnen halten. Macht Spaß. Die Sea Dream. Scheint an Land ausgebessert zu werden. Die Calypso war doch, wenn ich mich recht erinnere, ein Boot von Jacques Cousteau. Immer wieder bemerkenswert, mit welchen Nussschalen die Jungs sich aufs Meer trauen. Da hinten wohnen die Fischer in ärmlichsten Verhältnissen. Tut mir immer wieder leid, wenn ich das sehe. Dieser Ozeanriese ist wohl nicht mehr zu retten. Wenn ich an solchen Orten meinen eigenen Gedanken einmal in Ruhe nachhängen kann, geht es mir sofort wieder besser. Die beiden habe ich wohl beim Mittagsschlaf gestört. Gucken nicht gerade begeistert, die 2 Hundchen. Na, hast du Flöhe? Das ist der Strandabschnitt, der von den meisten Touristen aufgesucht wird. Den anderen finden die meisten überhaupt nicht. Auch sehr ruhig. Kaum Leute da. Er sammelt Muscheln. Anderes Getier. Hinten ist ein Ausflugsboot unterwegs. Auf dem Anleger wird auch geangelt. Heute ist Donnerstag und mich wundert doch sehr, dass keine Liegestühle aufgestellt wurden. Scheinbar sind die Hotels und Gästehäuser sehr schlecht belegt hier in Banampö. Auf dem schwimmenden Gummiteil haben die Kiddies ihren Spaß. Und jetzt sitzen sie alle hier vorne in einem kleinen Unterstand und essen. Heute wäre bestimmt genug Wind da, um das Windrad zu betreiben. Scheint außer Betrieb zu sein. Wie mehrfach erwähnt, und da wiederhole ich mich ständig, gibt es super tolle, schöne Ecken
hier in der Nähe von Pattaya. Vanampö ist eventuell 10 Kilometer entfernt. Ist doch schön hier. Sicher bei der Arbeit. Das Meer ernährt sich auch mehr schlecht als recht in den letzten Jahren. Kaum noch etwas zu fangen. Die Boote sehen ja runtergekommen aus. Da kann doch kein Mensch mehr was mit anfangen. Zu reparieren sind die doch wohl nicht. Denke ich mal. Die kleinen Garküchen, bis auf eine, alle geschlossen. Einige Thais haben das Geschäft scheinbar ganz aufgegeben. Ein relativ neu angelegter Kinderspielplatz. An die Kleinen wird meistens gedacht. Schön. Mal sehen, ob ich hier zu einem kühlen Getränk komme. Sieht ja bald so aus. Na, Kleiner. Da war die Krab. Au, Nam Kokien Krab. Ja, meine eisgekühlte Coke auf Eis habe ich bekommen, 20 Baht. Schmeckt klasse, kühlt einen runter. Und mir geht es auch wieder besser. Das war es auch wieder für heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Reinschauen in mein Video. Und bitte abonniert meinen Kanal, wenn es euch gefallen hat. Bewertet es positiv. Euch allen wünsche ich eine gute Gesundheit und bis demnächst auf meinem Kanal. Tschüss, Leute!